Morning, Hallöchen. Ich habe noch mal ein kleines Update hinterm Haus für euch. Ich habe jetzt hier noch den Kompost wieder mal umgedreht in den Behältern. Das hatte ich ja schon öfter gezeigt, deshalb habe ich da jetzt nicht extra noch ein Video gemacht. Das ist auch ziemlich schwer, das sieht dann ein bisschen ja, unelegant aus, wenn ich da mit diesen schweren Behältern da rumhandle. Das wollte ich euch nicht antun. Ja, jedenfalls, genau. Sind die jetzt umgedreht und da sieht's wieder, sieht man jetzt ungefähr so, wie es auch innen drin aussieht. So ist jetzt sozusagen fast überall, so sieht das überall innen drin auch aus, so ungefähr wie hier. Also so halbfertig, sage ich mal. Man sieht noch ganz große Strukturen, meistens, also viele noch vollständig, fast vollständig erhalten, so nahezu. Aber halt schon eine ganze Menge auch schon kaputt, verrottet. Ja, hier wird viel abgestellt, hingepflanzt und so weiter. Alles voll, wird immer voller, wird immer enger. Hier ist der Komposthaufen, der wird jetzt, also ich würde den jetzt einfach hier so immer nach vorne so ein bisschen weiterführen. So immer da vorne was draufschmeißen, wenn ich wieder Bananenschalen oder irgendwelche Küchenabfälle habe. Die schmeiße ich da vorne hin und dann ziehe ich das so ein bisschen nach vorne. Also kommt dann immer weiter, dann mache ich da von dieser Erde so ein bisschen drauf oder halt so ein Blätter oder ich mische das so ein bisschen. Genau, dann wird der Komposthaufen nach hier verlängert und dann ja in ein paar Tagen wahrscheinlich dann wieder mal umgewendet oder so. Ja, hier sind ist alles voller Pflanzen. Hier hat vorhin eine Papaya gelegen, die war schon aufgeplatzt natürlich. Die kam nämlich von, na, seht ihr es? Von da, also ich kann es sehen, aber auf der Kamera, ich zoome mal rein. Ja genau, von da kam die nämlich. Also es sind ungefähr 6 Meter und wenn die hier unten aufkommt, also da ist zwar einigermaßen ein bisschen weich, aber trotzdem zerscheppert es die dann, wenn die halt schon gut reif ist und die war schon richtig super reif zum Essen. Ja, hier gibt es noch irgendwo ein paar Reste, das hier, das zum Beispiel, das sind Stückchen und so, das hier. Also ich habe mir die dann aufgeschnitten, also normalerweise ist die dann immer schon richtig nicht mehr zu verwerten. Aber ich habe noch so ein Drittel oder so, konnte ich noch retten und habe ich dann gleich vernascht sozusagen. Also war richtig super. Also die Schale war zwar ein bisschen bitter so, aber ich habe das alles, ich esse das alles zusammen so. Also ich habe das oft irgendwie gehabt, dass man die Schale abschneidet, hat Chris meistens gemacht. Aber ich glaube, die Schale ist auch gesund und ja, habe ich mal glaube ich, gehört, dass die Schale sogar richtig gut gesund sein soll. Und deshalb esse ich die einfach mit und ja, schmeckt halt. Nicht ganz so süß und nicht ganz so lecker, aber ich denke mal, das ist eine gute Sache. Und warum soll ich das dann wegschmeißen? Das ist ja eine ganze Menge, was man, wenn man das schält, ist das ja 20% oder vielleicht sogar mehr, was man da dann meistens wegschmeißt. Und das ist ja schade drum, wenn das noch dazu richtig gesund ist. Warum soll ich das denn hier den Würmern geben? Kann ich doch selber erstmal vernaschen, ja. Genau, ich gehe noch ganz kurz vor die Tür, um das Reisfeld euch nochmal kurz zu zeigen. Hier, kennt ihr ja schon, wahrscheinlich, kennst du schon. Ja, hier ist wieder Tiefstand gerade, überall, auch auf den großen Zuleitungen an der Straße ist genau das gleiche, ganz tief der Stand, also ja, vielleicht erwarten die jetzt heftigen Regen oder so, oh, könnte sein. Ja, da sind wieder, ist das einer mit der Spritze? Nee, weiß ich nicht genau, was der da macht, der hat irgendwie so einen Beutel dabei. Oder so. Vielleicht pflanzt er irgendwas nach oder so. Oder weiß ich nicht genau, was er da macht. Vielleicht holt er einfach irgendwelches Gemüse oder so. Ich habe die mit den Spritzen, habe ich oft gesehen. Ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht zu sehr. Ja, das mit diesen Spritzerei, das ist halt irgendwie schon, glaube ich, nicht so toll. Die rennen hier immer so alleine rum, irgendwelche Leute, so ein Mensch mit so einer 20 Liter Rucksack da irgendwie hinten drauf mit so seinem Spritzmittel oder was auch immer das da ist und dann rennen die halt so einzeln hier durch die Felder und machen das wahrscheinlich so ein bisschen still und heimlich, damit das nicht so auffällt, immer bloß einer oder so, damit das nicht so krass irgendwie bemerkt wird, nehme ich mal an, aber wahrscheinlich ist es auch jetzt nicht so viel wie vielleicht in anderen Ländern oder so, also weiß ich jetzt nicht. Ich sehe die wirklich hier zum Beispiel fast nie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt schon mal hier gesehen habe.
Mal oder so. Ja, hier ist der Reis schon gut raus, die Rispen, wie ihr sehen könnt. Hatte ich letztens schon mal gezeigt. Ich gehe noch mal ran, mache noch mal eine kurze Nahaufnahme. Hier, so sieht das jetzt aus. Ich fühle mal, man merkt eigentlich noch, naja, fast nichts, ja. Ganz bisschen, so ganz weich. Ja, aber viel merkt man noch nicht. Ja, ich denke mal, da muss noch mindestens ein, zwei Wochen, bevor die dann ernten können. Also, naja, eine Woche wird nicht reichen bis zum Ernten. Ich denke mal so zum Ernten vielleicht zwei, drei Wochen. Das ist jetzt mal meine unwissende Schätzung. Vielleicht geht das auch ganz schnell auf einmal. Wer weiß. Ja, ich glaube, diese weißen Dinger sollen so irgendwie so Störche oder so imitieren, damit die, ich weiß nicht, ob die Frösche das irgendwie erkennen und wegrennen und ob, weiß ich nicht genau, was das eigentlich, vielleicht irgendwelche Vögel oder so soll das abschrecken. Wisst ihr das vielleicht? Also so Störche fressen ja Frösche, aber die Frösche sind, glaube ich, gar nicht schädlich und die Frösche, weiß ich nicht, ob die das überhaupt merken, wenn da so ein weißes Ding ist. Ist ja eher so von außen, dass man es von außen sieht. Ne? Vielleicht irgendwelche kleinen Vögel, die eventuell auch von Störchen normalerweise gefuttert werden, dass die nicht herkommen und diese ganzen Reis, dass die in Scharen kommen, so irgendwelche Spatzen oder sowas in großen Scharen und dann das Feld leer fressen. Ja, hier sieht man ganz deutlich, ist zwar die Palme wieder immer noch davor, aber hier sieht man ganz deutlich die Trennung. Hier auf der rechten Seite hat man das Feld, was schon ein bisschen früher gepflanzt wurde. Und hier dann eben das, was ja, ein, zwei Wochen später, glaube ich, gepflanzt wurde, damit sie wahrscheinlich die Ernte nicht alles auf einmal haben. Oder ja, vielleicht gehört das auch jemand anders, ich weiß es nicht so genau. Und der hatte sich vielleicht was anderes damit gedacht. Keine Ahnung. Also meine Vermutung ist, dass die halt das so gemacht haben, dass man das nicht alles auf einmal ernten muss, dass man das irgendwie so peu à peu dann abernten kann. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Ja, das wäre es dann erstmal vom hinterm Haus und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Meldet euch gerne an für das Investment, für das Terra Preta Projekt. Macht eine Spende oder steigt einfach beim Projekt ein. In der Beschreibung findet ihr die ganzen Infos dazu. Bis dann, ciao!